Du hörst das Campusmagazin Hohenheim als Podcast. Horaz 88.6, das Campusmagazin der Uni Hohenheim. Ja, hallo wieder am Freitagmittag. Wieder ist eine Woche vorbei und ihr hört uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ganz viele Gäste im Studio. Mein Name ist Katrin Kasper, mein Co-Moderator ist Fabian. Hallo. Wer ist noch alles da? Stellt euch mal kurz vor, Ladies. Hallo, hier ist die Lisa. Hier ist die Laura. Und hallo, hier ist die Sabrina. Genau, mit Sabrina haben wir nachher noch was ganz Spezielles vor. Sie hat nämlich eine bestimmte Vorliebe und sie wird uns nachher erklären, was das genau ist. Und unsere Themen heute? Ja, wir haben ein Interview mit unserem neuen Professor Wolfgang Schweiger, der den Lehrstuhl für Online-Kommunikation übernommen hat. Wir sprechen mit euch über die 90er. Gestern war 90er TMS. Wir versetzen uns zusammen mit euch noch hinein. Dann haben wir das angekündigte Interview mit der lieben Sabrina und Bennys Rock'n'Roll-Duden packen wir auch wieder aus. Schön, dann fangen wir mal an. Ich bin die Steffi und ich höre Horaz, weil sie einfach die vielseitigste Musik spielen. Horaz. Wir senden Zukunft. Kauftätigkeit in Frankreich, besonders ja auch für... Ja, da hat die Steffi recht, würde ich sagen. 90er haben wir eben schon erzählt. Wart ihr gestern Abend da auf der TMS? Ja, ich war da. Ich stand aber nur draußen und fand den Beamer ganz beeindruckend. Den sie in die TMS da reingestellt haben. Ich fand es aber draußen, muss ich sagen, gemütlicher, weil drinnen war es mir zu voll und draußen konnte man sich wenigstens unterhalten mit den Leuten, die man... Und Musik hat man auch von draußen gehört, also so ist es nicht, ja. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Ich war auch eine Zeit lang drin, aber hatte vergessen, irgendwie mich ein bisschen mehr nach Zwiebelprinzip anzuziehen. Dementsprechend war es sehr heiß und dann war ich wieder froh, als ich draußen war. Ja, das ist nicht nur für die TMS, sondern auch fürs Studio hier so ganz gut, sich im Zwiebelprinzip anzuziehen, haben wir gerade festgestellt. Hier ist es nämlich auch warm, wenn viele Leute da sind. Wir waren gestern auch auf der TMS und wir waren ein bisschen enttäuscht, weil so wenige verkleidet waren. Also wir kamen uns so vor, als wären eigentlich nur wir 90er-mäßig angezogen und die anderen eigentlich recht normal. Das fand ich ein bisschen schade eigentlich. Ja, ich glaube, die einzige Verkleidung, die ganz viele hatten, waren diese Knicklichter immer. Ich habe sogar Hunde mit Knicklicht-Halsbändern gesehen. Das fand ich ganz, ganz witzig irgendwie. Leuchtende Hunde auf der TMS, ja. Okay, mal Hand aufs Herz. Was habt ihr früher so gehört? Also bei mir waren es zum Beispiel ganz arg die Backstreet Boys, Spice Girls lagen immer also richtig hoch im Kurs. Dann gab es immer diesen Battle zwischen Christina Aguilera und Britney Spears. Wie war es bei euch? Was war euer Favorite? Christina. Kelly Family war mal eine Jugendsünde von mir. Oh, Fabi. Mhm. Okay. Das muss ich jetzt ganz leise hier ins Mikro säuseln, damit es auch möglichst wenige mitkriegen. Okay, und zur Ablenkung was Queens, anderes. Queens of the Stone Age. Das Campusmagazin Hohenheim um 16.20 Uhr. Mein Name ist Fabian und wir haben ja regelmäßig neue Profs bei uns an der Uni und denen fühlen wir dann regelmäßig sehr, sehr gerne auf den Zahn. Was unser neuer Professor für Online-Kommunikation Wolfgang Schweiger so zu erzählen hat, was sein peinlichstes Erlebnis als Prof an der Uni war, das hört ihr jetzt. Also die erste Frage, wie sind Sie denn überhaupt in Hohenheim gelandet? Tatsächlich mit dem Flugzeug. Also jetzt, von welcher Uni kommen Sie und was hat Sie nach Stuttgart verschlagen? Ich bin ja eigentlich ursprünglich Münchner, war die letzten Jahre an der TU in Ilmenau auf einer Professur, war da ganz glücklich, aber wollte mich doch noch verbessern und da kam die Ausschreibung in Hohenheim mir gerade richtig. Ich habe mich darauf beworben und die Stelle gekriegt, wie das so ist und bin jetzt sehr froh, hier zu sein. Und was ist an Hohenheim sonst noch anders vielleicht als an anderen Unis? Ich bin ja aufgewachsen an einer der größten Unis, an der LMU in München. War dann ja in Dresden an einer ebenfalls sehr großen Uni und bin dann nach Ilmenau auf eine sehr, sehr kleine Uni mit so circa 7000 Studierenden. Deswegen kenne ich die großen und die kleinen Unis und es ist wieder interessant zu sehen, dass Hohenheim eine kleine Uni ist. Es war etwas größer, aber man merkt, kleine Unis haben den Vorteil, dass man relativ schnell die Leute kennenlernt, dass man sich spezifische Ansprechpartner raussucht, dass der Moloch doch nicht ganz so groß ist und das ist eigentlich sehr angenehm.
Sie mögen auch Ihren Job als Professor, nehme ich an. Was haben Sie denn, was sehen Sie denn da für Vorteile oder auch Nachteile? Mag ich meinen Job als Professor? Sagen wir es mal so, ich liebe meinen Job als Professor, die Zeit dahin. Und ich bin jetzt, seit 4 Jahren Professor. Die Zeit bis dahin, die ist schon qualvoll. Also als wissenschaftlicher Mitarbeiter, diese Karriere, da hat man schon so seine Phasen, wo man es bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Wenn man es da mal geschafft hat, dann ist es ein sehr, sehr cooler Job, denn man hat ein gesichertes Beamteneinkommen, ja, muss man auch dazu sagen, hat aber extrem viel Freiheiten, die man in sonst ganz wenigen Jobs in der Form hat. So gesehen, toller Job. Was Hohenheim betrifft, spezifisch, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich motivierte und leistungsstarke Studis habe. Und ich habe absolut das Gefühl, dass es hier in Hohenheim gegeben ist. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig und macht mich extrem froh. Wie waren Sie so als Student? Was haben Sie als Student immer gehasst an Ihrer Uni vielleicht? Ich war sehr motiviert. Ich war aber auch so einer, und das kennen Sie sicher auch, in den Teams oder Arbeitsgruppen, wenn es da so ein Leittier gibt, dann habe ich mir gerne auch mal gedacht, na dann mach mal. Und habe mich dann fast auch ein bisschen zurückgezogen. Dann zum Abschluss noch, fällt Ihnen so ganz spontan vielleicht noch eine lustige oder auch peinliche Geschichte als Professor ein? Ja, damals gab es ja noch diese Folien, die man so beschrieben hat und die dann an die Wand projiziert wurden. Und ich wollte diese Folie einfach wieder so ein bisschen löschen, was da drauf stand, und habe halt so Spucke genommen. Und das sah dann an die Wand geworfen sehr groß und sehr psychedelisch und sehr eklig aus. Das, glaube ich, war sehr schön. Also der Kurs ist allein von daher bei den Studis in Erinnerung geblieben. Hohenheimer Welt. Heute mit Laura. Hohenheimer Typisierung erfolgreich. Über 350 Studierende haben sich am letzten Dienstag als mögliche Stammzellenspender im Rahmen der Aktion gemeinsam gegen Blutkrebs typisieren lassen. Auch durch Geldspenden wurde die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, von den Hohenheimer Studenten unterstützt. Insgesamt kamen 286,40 Euro zusammen. Online-Kurier bleibt mit verkleinerter Redaktion bestehen. In einer außerordentlichen Sitzung des Redaktionsbeirats bestätigte Unidirektor Stefan Dabert, dass das Angebot des Online-Kuriers für die Universitätsangehörigen erhalten bleiben soll. Die Zukunft des Online-Kuriers stand aus Sicht des Rektors zur Debatte, weil Studienvertreter eine Dauerstelle aus Qualitätssicherungsmitteln abgelehnt hatte. Künftig wird die Redaktion nicht mehr aus Qualitätssicherungsmitteln finanziert, sondern komplett aus zentralen Mitteln der Uni. Die Stammredaktion verkleinert sich von 1,5 befristeten Stellen auf eine 100% Dauerstelle. Uni-Direktor Dabert betont besonders, dass die Neutralität des Online-Kuriers auch in Zukunft gewährleistet werden soll. Hohenheim verpflichtet sich bis 2017 zu konkreten Umweltzielen. Der Stromverbrauch pro Quadratmeter soll zum Beispiel bis Ende 2017 um 5% sinken. Um Energie zu sparen, will die Uni die Heizung nach 20 Uhr und am Wochenende flächendeckend herunterdrehen. Auch der Wasserverbrauch soll bis Ende 2017 um 2% reduziert werden. Den Erfolg überprüfen sollen externe Gutachter, gemäß des anspruchsvollen Öko-Audit-Verfahrens EMAS. EMIS gilt als das weltweit strengste Auditverfahren im Bereich Umweltmanagement. Es soll Unternehmen und öffentliche Einrichtungen helfen, Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern und für die Öffentlichkeit transparent darzustellen. V-Tipps. Heute mit Lisa. Popnot Pop Club Festival Stuttgart. In insgesamt 5 Clubs findet diesen Samstag wieder das wohl hippeste Indoor-Event des Kessels statt. Dieses Jahr gibt es vor allem surrenden Elektropop auf die Ohren. Am Start sind unter anderem die Bear Claire aus München, die Bit Brothers und Children. An der Indie-Front zum Beispiel Yalta Club und C+R vertreten. Fazit, coole Mucke und man kann die ganze Nacht zwischen den Locations wechseln. Dabei sind das Schocken, Kellerclub, 1210, der Rocker und die Bar Romantica. Tickets gibt's im Vorverkauf für 15 Euro. Gedenkkonzert. Diesen Samstag und Sonntag laden das Hohenheimer Sinfonieorchester und der Solitude Chor gemeinsam zu einem Gedenkkonzert ein. Es soll an die Opfer der Reichspogromnacht gedacht werden, die sich dieses Jahr zum 75. Mal jährt. Bei I Believe, a Holocaust Oratorio for Today handelt es sich um ein multimediales Stück,
da zwischen den einzelnen Sätzen auch Videoausschnitte gezeigt werden. Zu sehen gibt es Interviewsequenzen mit Rachel Drohr, einer Zeitzeugin, die von ihrem schweren Schicksal im Nationalsozialismus erzählt. Unterstützung gibt es außerdem von internationalen Solisten und den Aurelius-Sängerknaben aus Calw. Samstag um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Steckfeld in der Steinweinstraße und Sonntag auch um 19 Uhr in der evangelischen Markuskirche in der Römerstraße. Trinken für den guten Zweck. In der Stuttgarter Stereo Lounge gibt es morgen einen interessanten Vortrag von Musiker Meckes und Michael Fritz. Dieser ist Gründungsmitglied der Viva Con Aqua Organisation. Beide erzählen von ihrer Blue-Uganda-Projektreise und den damit verbundenen Eindrücken. Fragen sind erwünscht. Ab 23 Uhr gibt es Musik vom DJ und der Clou, die Erlöse des ganzen Abends werden eingesetzt, um in Indien unter anderem neue Trink- und Bewässerungsanlagen zu bauen. Morgen um 21 Uhr in der Stereo Lounge. Film ab. Ich einfach unverbesserlich 2. Hierbei handelt es sich um eine gelungene Fortsetzung mit Lachmuskelkater-Garantie. Der Schurke Gru stürzt sich mit seinen Adoptivkids und den gelben Minions in ein neues Abenteuer. Eigentlich hatte Gru ja sein Schurkendasein an den Nagel gehängt, um jetzt ein Super Daddy für die drei Mädels Agnes, Marge und Edith zu sein. Doch als er von der attraktiven Agentin Lucy für eine geheime Mission zur Rettung der Welt angeworben wird, kann er nicht Nein sagen und beginnt mit seiner Undercover-Mission. Die Minions unterstützen Gru natürlich bei diesem gefährlichen Unterfangen und geben ihr Bestes. Außerdem gibt es dieses Mal auch eine echte Love-Story. Ich einfach unverbesserlich 2 am 14. November um 20 Uhr im Unikino in B1. Trinken für den guten Zweck. Es gibt Wasser für die Kollegen von Viva Con Aqua. Wir trinken jetzt aber erstmal Sweet Blood mit den Adolescents. Hi, ich bin Chrissy, ich bin Architekturstudentin und wenn ich unter der Dusche stehe, dann höre ich Horaz, weil es geil ist. Horaz. Wir senden Zukunft. Campus Safari. Ja, hallo Sabrina, erstmal schön, dass du bei uns heute im Studio bist und vielleicht kannst du dich mal ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen, damit wir wissen, was du überhaupt machst und warum du heute hier bist. Ja, hallo Lisa, hallo alle Zuschauer zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Sabrina, ich studiere in Hohenheim und ich blogge über Essen, über Fastfoodboxen, über gesunde Ernährung und wie man einfach sich ein leckeres Essen zubereitet und mitnimmt zur Uni. Sehr schön. Und in welchem Studiengang bist du dann ganz genau? Also ich studiere Management in Hohenheim und bin jetzt im ersten Semester. Sehr schön. Und du bloggst auf hcookingtumblr.com und was genau zeigst du den Lesern auf deinem Blog und was kann man sich da so Schönes anschauen? Also ich zeige einfach Rezepte, die ich auch vorher auf Instagram poste. Meistens kriege ich dann Feedback von Lesern, welches Rezept sie sich jetzt genau wünschen, welche Gerichte da gefragt sind. Und die erkläre ich dann einfach ein bisschen ausführlicher als jetzt auf Instagram. Ich habe jetzt irgendwie keine irgendwie spezielle Ernährungsrichtung oder so, die ich vertrete. Ich bin einfach für gutes, gesundes Essen, abwechslungsreiche Kost, dass es einfach lecker, schnell ist. Und wichtig wäre mir auch, dass es geeignet ist, um es in der Fastfoodbox mitzunehmen zur Uni. Und ja, die Bloggerwelt, das ist ja immer so ein kleines Ding für sich. Wann hast du das denn für dich entdeckt und wann hast du denn damit genau angefangen? Also ich blogge eigentlich schon so mein halbes Leben wahrscheinlich. Okay. Das hört sich so ein bisschen jetzt krass an. Aber auf verschiedenen Plattformen, mal mehr oder mal weniger. Mit dem Kochen habe ich jetzt vor ein paar Jahren angefangen und macht mir noch immer sehr viel Spaß. Und auf Instagram hast du fast 1500 Follower, die immer sehen können, was du so Feines mit in die Uni zum Essen mitnimmst. Wir haben alle schon auch vorher gespickelt und uns ist auch so richtig Hunger. Das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja, wir leiden alle. Und wie kann man sich das dann genau vorstellen? Also setzt du dich dann mit deiner Tupperdose so in die Mensa einfach rein und deine Kommilitonen sitzen neben dir und drücken sich irgendwie so das Schnitzel noch rein? Oder wie machst du das dann immer? Ja, manchmal passiert das tatsächlich. Dann gucken auch manchmal alle ein bisschen und fragen so, warum nimmst du was mit und was ist das und wann hast du überhaupt Zeit, das vorzubereiten? Das ist so die wahrscheinlich meistgestellteste Frage. Manchmal setze ich mich aber, also im Sommer ist perfekt, da setze ich mich nämlich draußen in den Park. Also wir in Hohenheim können uns echt glücklich schätzen, wir haben so einen richtig schönen botanischen Garten und da bringe ich eine Decke mit und da kann ich da Pause machen. Ja, ansonsten müssen die anderen leiden, während ich esse. Wir leiden jetzt aber nicht, denn du hast uns was mitgebracht hier.
Vielen, vielen Dank. Sieht super lecker aus. Wir testen das gleich mal. Wenn die jetzt hier noch so ein bisschen reden, genau, dann boxen, genau, hinzu und dann, genau, und wir klauen einfach da was raus. Das sieht nämlich sehr, sehr lecker aus. Und so lang dürft ihr bei einem entsprechenden Lied zuhören. Während wir den Kuchen klauen, hört ihr Breaking the Law von Judas Priest. So, wir sind jetzt wieder zurück. Die Sabrina ist immer noch bei uns und wir reden über das Essen in Hohenheim und über die Mensa. Also ich habe da letztens gesehen, in der Mensa, da stehen ja auch so ein paar Mikrowellen rum. Die meisten wissen es, glaube ich, gar nicht. Die werden immer so stiefmütterlich übersehen. Nutzt du die auch manchmal? Machst du dein Essen warm oder nimmst du einfach immer was mit, was man auch gut kalt essen kann? Ich muss ehrlich zugeben, ich nutze sie nicht. Ich habe sie auch jahrelang nicht gesehen eigentlich. Also auch erst letztes Jahr entdeckt. Und ja, ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache. Also ich mache mir meistens Sachen, die man auch kalt sehr gut essen kann. Und ich persönlich brauche das jetzt nicht warm. Okay. Ist natürlich eine super Möglichkeit für die, die jetzt, keine Ahnung, sich irgendwas warm machen wollen, eine Suppe oder so. Was gab's denn heute Mittag bei dir zu essen? Heute gab's Curry. Das gibt's gerade bei mir ziemlich viel im Winter. Ich finde gerade im Winter so scharfe Gewürze ziemlich interessant. Also ich koche viel mit Ingwer. Das wärmt so einen von innen und ja, das gibt's gerade ziemlich viel bei mir. Also ich habe Curry mit so Linsen gemacht, geht auch super schnell und in der Box ist noch was für morgen übrig. Curry mag ich auch sehr gerne. Musst du mich mal bekochen oder, oh, mir das gerne. Oder mir das Rezept geben, weil Fabian, Curry, dafür würde ich sterben. Echt. Lass dich hier keine Avancen machen, Sophie. Ah, ja, jetzt komm, also. Schau gerne auf meinem Blog vorbei. Sehr gerne. Wo kann man denn vorbeischauen übrigens? Kannst du ja ein bisschen Werbung machen. HR Cooking heißt er, also hrcooking.tumblr.com. Tumblr ist so eine, ja, Blog-Internetseite, wo man bloggen kann. Jetzt möchte ich jetzt auch mal gerne wissen, HR Cooking auf Instagram bist du Miss Hardcore. Genau, richtig. Woher kommt dieser Name? Was hat es damit auf sich? Naja, das ist einfach, bedeutet eigentlich nichts. Das ist einfach ein Fantasiename. Also das hat irgendwie angefangen, da war ich 13 und ja, das war MySpace damals. Ich weiß nicht, ob da noch alle da ja, aktiv yes. waren früher. Und ich wollte einfach so, ich wollte also nicht kleine Maus 123 heißen, sondern einfach einen Namen haben. Und da habe ich so ein bisschen rumgespielt und damals war so modern, dass man immer dieses Core angehängt hat. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht auch so wart, aber es war, ja, man hat immer dieses Core angehängt, damit es sich cooler anhört. Und dann habe ich einfach so ein paar Buchstaben überlegt und dann kam das H und dann kam Hardcore und seitdem kriege ich den Namen nicht mal weg. Also so bin ich auf allen Plattformen vertreten. Wer mich finden will, ja, kann es gerne suchen. Sehr schön. Wir verlinken das später noch. Ja, gerne. Genau, auf facebook.com/campusmagazin gibt es alle Infos zu unserer Sendung. Genau, da auch den Blog und den Link dazu. Was genau hast du uns denn heute mitgebracht? Also du hast uns ja auch eine Tupperbox mitgebracht mit einem Kuchen. Was genau ist denn da drin oder was ist denn das für ein Kuchen? Genau, den habe ich, vielleicht wenn ihr mir auf Instagram folgt, wer zuhört, den habe ich neulich gepostet. Das ist so ein Apfel-Nusskuchen mit Vollkornmehl und Haferflocken. Ist super, super schnell gemacht. Einfach ein bisschen zusammenrühren. Ich werde bald das Rezept hochladen am Wochenende, dann könnt ihr es sehen. In den Ofen rein, fertig. Und ich finde das gerade so Gebäck, also natürlich aus Vollkornmehl, ziemlich gut, um mitzunehmen. Es kann man zwischendurch naschen. Man kann selber mit wenig Zucker backen. Und es gibt genug Energie und schmeckt einfach super lecker. Sieht super lecker aus auf jeden Fall. Ich würde sagen, den stürmen wir jetzt, wir den Kuchen, oder? Alles. Wir probieren. Ich nehme auch mal ein Stück. Was sagst du, Katrin? Sau lecker. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, oder? Probier du auch mal ein Stückchen. Ja, Moment. Boah, erinnert einen aber schon total an Winter jetzt, ja, gerade, ne? Weihnachten. Ja, aber da ist ein bisschen und so Zimt drin auch. Mm. Ich bin so Kuchenfanat. Ja. Macht einem Stimmung. Und ja, ich finde einfach, durch die Äpfel, die da drin sind, ist er nicht so trocken, wie jetzt normalerweise so Nusskuchen sind. Und er hält da also locker auch ein paar Tage in der Box. Jetzt wie mit dem Thema, wann man Zeit hat. Also wenn man sowas backt, das dauert wirklich keine halbe Stunde. Und das kann man dann 3-4 Tage locker mitnehmen und schmeckt dann auch noch immer super lecker. Sehr cool. Danke, Sabrina. Voll lieb von dir. Gerne. Horaz 88.6, das Campus-Magazin der Uni Hohenheim.
Einen wunderschönen guten Freitagnachmittag, 17.06 Uhr. Ihr seid immer noch beim Campus Magazin der Uni Hohenheim. Es ist regnerisch, aber hier im Studio ist es kuschelig warm, denn ich habe Mädels zu Gast und fühle mich besonders wohl. Hallo Mädels. Hallo Fabi. Hi Fabi. Ja, sagt ihr vielleicht nochmal kurz eure Namen, wie ihr heißt? Ich bin die Lisa. Ich bin die Laura. Ich bin die Sabrina. Hallo. Und die Katrin ist heute Co-Moderatorin. Hi, hi. Sehr schön. Wir haben jetzt in der zweiten Sendestunde immer noch unsere Food-Königin, die wir jetzt alle heiß und innig verehren. Und wir haben uns vorgenommen, dir nachzukochen, Sabrina. Aber wir werden es nicht posten, denn es sieht wahrscheinlich nur halb so gut aus wie dein Essen. Und gleich gibt es eine neue Folge Bennys Kochduden für euch. Jetzt erstmal Maschinen-Bilderbuch. Ein ganz toller Saal in dieser Kirche. Das Campus Magazin Hohenheim um 17.10 Uhr. Unsere Food-Königin Sabrina ist noch hier bei uns im Studio. Hi und hi an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Sabrina, die wichtigste Frage, die wir uns jetzt hier schon die ganze Zeit stellen, ist, wann kochst du das? Du kochst ja vor und nimmst es mit in die Uni. Ich weiß nicht, wie es den meisten Zuhörern geht, aber bei mir ist es immer so, ich denke, ich würde ja gern mal ein bisschen besser für mich sorgen und selber kochen, statt dann in die Mensa zu gehen oder mir schnell unterwegs was reinzudrücken. Aber oft fehlt einfach die Zeit. Wie regelst du das? Dazu fällt mir ein, also das ist ein Zitat von jemandem und das heißt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Mhm. Und die Frage ist dann, für was nimmt man sich diese Zeit? Also wenn man jetzt abends um 7 von der Uni kommt, man geht nicht direkt ins Bett. Was macht man abends? Guckt man Fernseher, geht an den Rechner? In der ganzen Zeit hätte man schon längst 10 Fächerboxen vorbereiten können. Mhm. Also man muss sich einfach abends selber vornehmen, okay, ich nehme mir jetzt die 10 bis 20 Minuten und es dauert wirklich nicht länger. Es sieht immer so aufwendig aus, aber es dauert halt echt nicht lange. Und noch ein anderer Punkt wäre einfach, dass man schon für 2 Tage vorkocht und quasi dann mit einem Wisch so ein paar Boxen gleich gepackt hat. Also du machst das auch nicht täglich, sondern dann quasi so im 2- oder 3-Tages-Rhythmus. Ja, genau, das kann man sich so einplanen. Okay, das könnte ich ja eventuell auch nochmal irgendwann hinkriegen. Nach dem Motto, nutze deine Zeit sinnvoll, Katrin. Ja. Mich würde noch interessieren, gerade so für uns als Kochlein, was ist denn ein einfaches Gericht, das wir jetzt mal so vorbereiten könnten, ohne dass wir große Kochkenntnisse haben? Also irgendwas Schnelles, Einfaches für unsere Vesperbox. Also ich nenne es die Gemüsebeilagepfanne, weil man kann es wirklich mit allem Möglichen machen. Also es gibt da jetzt kein konkretes Rezept. Was man braucht, ist irgendeine Beilage, die sättigt. Das wäre zum Beispiel Vollkornnudeln oder Quinoa oder irgendwelche Linsen. Also ja, irgendein Getreide vielleicht. Das kocht man. Also auf der Packung steht meistens, wie man das macht. Super easy, meistens einfach nur Wasser ziehen lassen, fertig. Dazu schnippelt man ein bisschen Gemüse, brät es kurz an. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Fleisch oder Fisch dazu tun und das alles zusammen vermengen, fertig. Und mein quasi das Special wäre, dass man noch ein paar Nüsse reintut. Das ist gerade für uns Studenten wichtig, Omega-3, super fürs Gehirn. Und alles in allem ist es dann eine sehr sättigende Beilage und das kann man auch locker dann für 2 Tage vorkochen. Und das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja mal am Wochenende so einen Termin mit uns machen. Dann machen wir so eine kleine Schulung, Sabrina. So Fashion-Boxen packen. Wir planen jetzt deinen Tagesablauf. Ja. BRD. Bennys Rock'n'Roll-Duden. Heute mit... Let Love. Post-Hardcore. Schon mal gehört? Nein? Auch gut. Bei Post-Hardcore geht, wie der Name schon sagt, ordentlich die Post ab. Spaß beiseite. Hardcore ist eine Unterart des Punk, bei der der Gesang vor allem geschrien oder geschautet wird. Das Wörtchen Post grenzt das Ganze lediglich vom Standard-Hardcore klanglich und zeitlich ab. Leider liegt das Genre schon wieder im Sterben, da sich die meisten Bands höchstens durch ihre Tätowierungsdichte unterscheiden. Aber eine Band ist anders. Let Live. Nein, doch. Story. Jason Allen Alexander Butler gründet seine Kapelle 2002 in Los Angeles. Nach der EP Saltwater, Exhaustion and Everything in Between von 2003 und nochmal nach dem Debütalbum Speak Like You Talk von 2005 tauscht Jason eben mal die komplette Besetzung aus. Nein, doch.
Das macht dann sage und schreibe 10 Ex-Band-Mitglieder in 7 Jahren. Denn 2009 erscheint mit Fake History der szenemäßige Durchbruch. Die Scheibe gefällt Bad Religion-Gitarrist Brad Gurewitz so gut, dass dieser sie über sein Label Epitaph, dem weltweit größten Punk-Label, 2011 wieder veröffentlicht. Im Juli 2013 schließlich erscheint das Folgewerk und das aktuelle Album The Black is Beautiful. Die Truppe tourt sich seit jeher den Arsch wund, denn Live sind Let Live eine echte Ausnahmeband. Sänger Jason springt wie ein Wahnsinniger herum und haut sich auch schon mal mit dem Mikro die Nase blutig. YouTube-Stichwort Jason Alan Butler Live-Footage. Beim Southside 2011 rennt er quer durch die Konzertgemeinde, schlitzt sich aus Versehen die Hand auf und lässt sie sich Backstage ohne Narkose nähen. Es gibt nur ein Gas! Und das nur, weil es damals noch kein Obamacare gab. Anspieltipps. Das Album Fake History ist fast komplett das, was Let Live ausmacht. Ungewöhnliche Rhythmen und clevere Songstrukturen zeigen jeder 0815 Post-Hardcore-Band den Mittelfinger. Verpiss dich, du Spaß! Außerdem werden auch ruhigere Töne angeschlagen. Die Texte reichen von politisch angehaucht bis sehr persönlich, sind aber meistens eher pessimistisch. Ihr kriegt jetzt noch den Song Mother zu hören. Nein, doch. Ich bin raus, nächsten Monat gerne wieder. Peace out. Ja, das waren Think mit Wheels. Wir haben 17.32 Uhr, ihr hört das Campusmagazin der Uni Hohenheim. Mit mir im Studio hier ist Fabian. Und das ist hier die Katrin. Hallöchen, hallöchen, immer noch, ja. nächste Woche in unserer Sendung reden wir über die Career Days, die ja jedes Jahr stattfinden und Berufschancen für euch aufzeigen. Und wir haben bald eine TMS, denn neben dem ganzen Arbeiten bei der Uni muss man ja auch feiern. Wir sagen work hard, party hard. Genau, das ist unser Motto. Und in Kooperation mit den Biologen veranstalten wir eine Party unter dem Motto, die biologische Uhr schlägt 12. Oh. Ist das bei dir auch der Fall, Katrin? Nee, ich habe jetzt ausgerechnet, ich habe noch 4 bis 5 Jahre Zeit, um jemanden kennenzulernen, damit ich dann mit 30 ungefähr heiraten kann. Okay. Ja. Ja. Ich Quatsch bin, drauf. Ich bin ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe, aber ich habe ja auch nicht so eine tickende biologische Uhr in mir. Die Männer haben ja grundsätzlich länger. Das ist ziemlich gemein. Ich fühle mich immer noch sehr benachteiligt. Aber es gibt gute Musik, es gibt Beziehungsstatus-Bändchen für die Menschen, die wollen, damit es euch eventuell leichter fällt, bei uns auf der TMS den Partner fürs Leben zu finden. Mhm. Und ansonsten könnt ihr euch auch über unsere Sendung informieren. Campus Magazin Hohenheim, facebook.com/campusmagazin. Da gibt's auch am Ende des Wochenendes immer unseren Podcast aufs Ohr mit allen Tipps zum Thema Essen von der Sabrina. Genau. Und so weiter. Also ihr findet auch den Link zu ihrer Seite, zu ihren Postings. Genau. Ihr könnt dann fleißig nachkochen. Ihr müsst uns nicht vermissen die Woche über. Auch wenn wir nur freitags für euch senden. Ja, dieses Lied kennt ihr wahrscheinlich noch alle, oder? Ja, auf ein jeden Klassiker Fall. Für die 90er. Mädels, wann seid ihr denn geboren? Ich bin 1994 geboren. Das heißt, so viel weiß ich gar nicht mehr von den 90ern, weil ich einfach echt noch jung war. Und du, Lisa? Ich bin 91 geboren, also ich habe ein bisschen mehr mitgekriegt. Fabian wird der Älteste sein, nehme ich an, oder? 88, ich bin noch ein Kind der 80er sogar. Okay, bei mir war es glatt 90 und bei dir? Ich bin auch 90 geboren. Okay, ja, dann sind wir ja eigentlich alle passend zum Thema und du hast dann am meisten mitgekriegt, Fabian. Aber die Lieder, ich meine, die sagen ja jedem was. Man hört sie auf jeder Party gestern wieder in der TMS und jeder genau. Hat irgendwie so ein spezielles Gefühl. Ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich das höre, weil es irgendwie so die Zeit war, wo man so als Teenager angefangen hat, sich auszuprobieren. Ich hatte mega hässliche Haarfrisuren. Ich habe letztens noch mal ein Bild gesehen. Es waren blonde und rote Blocksträhnen. Ja. Und einfach so ein hässlicher Bob geschnitten. Es sah so furchtbar aus. Was habt ihr denn so für Sünden begangen? Sünden? Also ja. Ich hatte auch sowas. Also ich hatte, glaube ich, pinke Strähnen vorne im Pony und ich musste auch meine Mutter ziemlich lange überreden. Sah auch dementsprechend doof aus, aber ich war der glücklichste Mensch der Welt. Latzhosen fand ich damals ganz schön. Latzhosen.
glaube, meine größte Sünde in den 90ern war wirklich das mit der Kelly Family, was ich vorher schon erwähnt habe. Ja, du hast dein Fett schon wegfahren. Ja. Das ist jetzt schon. Das ist gerade With the Bomb a Dancer von Snap. Und da fing dieses Eurodance an. Kennt man noch so aus der ein oder anderen Retro-Show, die jetzt zurzeit oder eine Zeit lang modern war, die 80er-Show, die 90er-Show, was weiß ich, die größten Hits der 90er, hat man ja eine Zeit lang auch im Fernsehen gesehen und konnte in Kindheitserinnerungen schwelgen. Das erinnert mich wieder an meine erste regionale Mini-Playback-Show, die wir von der dritten Klasse, glaube ich, aus veranstaltet haben. Ich war Elton John und habe Candle in the Wind performt. Aber ganz groß waren ja vor allem Boy-Bands und Girl-Bands, wie jetzt gerade die Backstreet Boys. Genau. Habt ihr auch die Tänze immer nachgetanzt, wo du jetzt auch gerade Mini-Playback-Show sagst? Videoclip-Dancing war ja der Hit. Das war ja immer super. Ja, das fing da so an in der Zeit. Und was aber auch sehr cool war, waren diese ganzen deutschen Lieder, MFG, Tic-Tac-Toe, die Ärzte vor allen Dingen, obwohl die habe ich dann eigentlich erst später gehört. Tic-Tac-Toe war übrigens auch ein Part der Mini-Playback-Show mit Ich finde dich scheiße, ja. Das war Fabian, jetzt bin ich böse mit dir. Das war, ja, das war einfach ein Lied, das war ein Liedzitat. Du machst da was nicht richtig. Ja, ja, die kennen wir noch. Bin ich jetzt wieder angesprochen? War das jetzt Rache, Katrin? Das war die Retourkutsche, Fabian. Mode. Wie steht ihr denn zu Tattoos? Mir fällt da so ein spezielles ein, wenn ich an die 90er denke. Euch auch? Ja. Wo befindet sich das? Oberhalb des Poos. Gut umschrieben, ja. Das sogenannte Arschgeweih. Ich glaube, man darf es sogar sagen, ein sehr gängiger Begriff geworden. Ja. Oh, echt? Bestimmt. Krass, okay. Hatten viele Freunde von euch sowas? Na, von mir nicht. Also die waren halt Sex, ne? Also da war es deswegen. Aber es gab immer diese coolen Ketten, die so aussehen, die hast du so als Halsband getragen und so. Und die sahen ja immer aus wie Tattoos. Also sowas hatte ich dann schon. Mhm. Nee, was ich noch weiß, ist, dass es früher in der Bravo immer diese Aufkleber-Tattoos gab, die man auswaschen konnte. Und da hat mir meine Schwester immer welche gemacht und fand das witzig irgendwie. Ich hatte eine ältere Schwester, die mich immer verarscht hat als Kind. Und ja. Ich war die ältere Schwester. Oh, das klingt verheißungsvoll, Katrin. Oh, hört ihr das? I see you. Sehen? Jeder, oder? Ich? Du hast den noch nicht gesehen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Dann wissen wir, was wir jetzt heute Abend machen. Ja, ich hab Szenen daraus gesehen, mit diesen typischen mit dem Geiger, aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Okay. Was sind noch Filme, die euch einfallen? Gerade so Zeichentrick war auch ganz groß, oder? Ja, also die Gummibärenbande, Chip und Chap, ja, um Captain Baloo haben wir immer. Also meine Schwester und ich haben das immer angeschaut. Oder Duckwin Duck. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, und König der Löwen. Das war auch diese ganzen Zeichentrickfilme, die dann Disney. Oh, das war, glaube ich, mein erster Kinofilm. Und bei Tarzan war ich damals mit meinem besten Freund, dem Markus, im Kino. Wir waren, glaube ich, in der zweiten Klasse und haben beide Tränen geheult. Dann kannst du jetzt rausspielen. Den Markus wieder einladen und mit ihm dann ins SI-Zentrum das Musical gucken gehen. Mein erster Kinofilm war mit meinem besten Freund Das kleine Arschloch. Wir haben es heute mit Fäkalwörtern. Oh. Ja, das war, glaube ich, auch in den 90ern. Du bist aber ganz hart in die Medienwelt eingestiegen. Aber ja, ich glaube, ich war da schon 12 oder so. Oder 10, 11, sowas. Ende der 90er muss das gewesen sein. Und was ja jetzt wieder kommt, ist das ganze Neon. Das war ja auch ganz hot. Vor allen Dingen bei den Techno-Menschen. Die Klicklichter. Ja. Mit den leuchtenden Hunden. Ja, sie hatten sie gestern auch in der TMS. Genau, genau. Horaz 88.6, das Campus-Magazin der Uni Hohenheim. Um 17.56 Uhr sind wir immer noch für euch da, aber fast schon am Ende der Sendung. Was aber jetzt nicht heißt, dass ihr uns die ganze Woche über vermissen müsst, Katrin. Nein, es gibt ja wie immer einen Podcast, der kommt pünktlich am Sonntagabend. Und nächste Woche könnt ihr uns wieder hören, 16 bis 18 Uhr. Bis dahin könnt ihr den Podcast dann natürlich schon 30 Mal gehört haben. Und wer möchte, kann dann auch anrufen und ihn auswendig aufsagen. Nee. Nächste Woche haben wir, wie gesagt, das Thema Career Day. Und eventuell
nehmen wir nochmal Sabrina mit. Sie ist nämlich auch Tee-Expertin, haben wir jetzt gerade in einem kleinen flauschigen Gespräch erfahren. Und wir haben hier noch eine Bloggerin sitzen. Es gibt viel zu tun. Was ja für den Winter gar nicht mal so schlecht ist, die Tee-Expertin immer bei sich zu haben. Ne? So, das ist immer ganz gut. Ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hatten viel Spaß heute und haben sehr viel gelernt über gesunde Ernährung und über Zeitmanagement bei Studenten vor allem. Feiert gut, wir haben euch viele Tipps gegeben. Ja, vielen Dank an unsere Gäste, an unseren Gast Sabrina und an unsere Neuzugänge, die hoffentlich noch viel öfter im Studio sein werden. Und ja, habt ihr Pläne fürs Wochenende, war die Frage. Ja, ich finde, die Sabrina hat gerade noch was ganz Tolles eigentlich angesprochen. Im Rocker 33 ist sowas 50 erst beste DJs, heißt das, glaube ich, oder? Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob es dieses Wochenende ist, also ohne Gewehr. Egal wann, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das ist auf jeden Fall was man machen könnte. Und du machst Pizza-Abend heute. Ja. Ich mache heute Pizza. Ich habe mega Hunger. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich gehe schon auf den Zahnfleisch. Ja. Und ich mache mir heute ganz lecker Pizza Girls Night In mit meiner besten Freundin. Ich freue mich ganz arg. Ein letztes Stück Kuchen ist ja auch noch übrig. Nimm's dir, Fabian. Du stehst die ganze Zeit schon drauf. Genau, ja. Du hast es erfasst, Katrin. Tschüss. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Das war das Campusmagazin Hohenheim als Podcast. Mehr Infos zur Sendung unter facebook.com/campusmagazin. Horaz. Campus. Das Magazin.